Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 4 von Dwarf Fortress und das in der Steam Edition. Ja, ich bin gerade ein bisschen so, ich glaube, wir haben es hier verpennt, ne? Die Händler sind weg, die haben, ich glaube, schon eingepackt und das hat sich erledigt. Der war jetzt kurz hier, läuft jetzt auch gerade wieder weg, als ich gestartet habe. Das hat sich erledigt, da sind wir zu spät, da haben wir geschlafen. Schade drum, ne? Aber was willst du machen? Ist halt so. Können wir jetzt auch nicht ändern, müssen mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Ich würde sagen, am Intro gucken wir, dass wir auch so über die Runden kommen. Bis gleich. Ja, sowas zieht einen natürlich so ein bisschen runter, ne? Ist klar, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen dann, ne? Dadurch, dass wir da jetzt keinen Erfolg hatten. Ja, hier, da unten marschiert einer schon, glaube ich, ne? Jetzt sind sie weg, genau so ist es. Wir haben es verpennt, schade drum. Egal, weitermachen ist wichtig. Wie kriege ich das denn jetzt hier kleiner? Mit Steuerung, Taste drücken, genau. Okay, das heißt, wir sind hier ja unterwegs, haben hier Räume gebastelt. Wir haben hier die zwei Räume für die beiden Bookkeeper und so. Da sind sie auch schon und machen was, glaube ich. Das ist schon mal gut. Wir sollten... Stonecutter has created nimmst du a magnetic figuring of... Ah, wir haben ein besonderes Ding gemacht und haben Glück gehabt, dass der nicht frustriert war und wir das gar nicht mitgekriegt haben. Was ich jetzt hier auch sehe... lass uns gerade die Pause reinmachen, Leertaste. Wir haben hier ja wunderbar Left-Click for Recenter and Expand Options, Right-Click to Dismiss. Dann, ja... Also der hat diesen Mut gehabt und da hat er sich dann zurück in seinen Crafts Drafts Workshop gezogen und wir haben Glück gehabt, alles das, was er braucht, hat er vorgefunden. Er hat diese mysteriöse Konstruktion begonnen und dann Stonecutter has created Limulatscope, a magnetic figurine of Rurist Fasten called Cloister. She offers it to the Fleshy Towers. Fleshy Towers, ja, genau. Also, da ist das schon mal geklärt mit. We sind on the announcements location. Keine Ahnung, wofür das ist, aber das hat es dann erledigt. Left-click for center and expand options. Was haben wir hier? Margin arrived und an das hätte ich aufpassen müssen. Ne? The margins from the journey, die sind weg. Das hat gut geklappt. Ich muss mir unbedingt diese Icons mehr begucken, damit ich nicht verpasse, was gerade im Spiel passiert. Ne? Das war fürs Angeln. Right-click to dismiss, fast collision strike hit, adoptive, das ist vom Pflanzer über, adoptiert worden sozusagen, er hat sich der Katze angenommen, left-click for center and expand options, right-click to dismiss, has started raining, okay, ist es Sommer geworden oder nee, auch schon Herbst geworden, diplomat could not complete a meeting as left unhappy, okay, an animal has grown to become a stray billy goat, okay, da haben wir ein ausgewachsenes Tier. Some migrants have arrived. Oh, wir haben zwei Migranten bekommen. Okay, das ist ja wieder mal gar nicht von mir wahrgenommen worden. Irgendwo ist irgendwer am Kämpfen. The dog is fighting. The dog is fighting. Wo war das? Aber das war wahrscheinlich nichts Schlimmes. Das war ein Wildschwein. Es ist nur die Frage... Und genau, man kann genau lesen, was er getroffen hat und wie. Und ja, aber ich glaube, der Kampf ist schon vorbei, ne? The dog is fighting. Ja, das ist wo gewesen? Kann man das hier irgendwo sehen? Eigentlich schon, wenn ich hier drauf gehe, oder? Okay, die sind dann hinterhergelaufen, denke ich mal, die Hunde, oder? Das war da, aber der Hund ist jetzt... Ich will hoffen, dass die Hunde dann nicht darunter gestorben sind, ne? Gehen wir mal auf F1, damit wir wieder zum Zentrum kommen. Left-click for center, the outpost liaison. Aha, das ist arrived, da hätten wir aufpassen müssen. Plump Helmets hat er 5 gestohlen, okay. Und da waren die Hunde wieder am Kämpfen. Okay, das ist jetzt aber erstmal irrelevant. Wir müssen jetzt eigentlich mal gucken, dass wir ein bisschen was machen, dass wir so verteidigungstechnisch uns auch ein bisschen aufstellen, wo wir die Kämpfe gesehen haben. Das würde bedeuten, wir sollten eigentlich hier so ein bisschen was einzäunen oder sowas. Und ja,
Wenn ich jetzt runtergehe, das Problem, was ich sehe, hier ist eine Katze, oder? Ja. Wir bräuchten diese zwei Hunde und wir brauchen ein Seil und dann macht man die eigentlich am Eingang hier einen rechts, einen links. Und wenn dann irgendein Goblin kommt oder sowas, den entdecken die sofort. Das kriegt man dann mit. Nur leider haben wir einen Eingang, wo das keinen Sinn macht. Naja, das ist unser Problem. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt gucken, dass wir das hier auch machen, aber irgendwie den Eingang im Tor machen und Palisadenzaun oder irgendwie sowas. Ne? Das sollten wir vielleicht mal bauen. Lass mal ruhig laufen jetzt hier. Set Digis Order, Set Tree Chopping Orders. Könnten wir vielleicht mal machen. Gibt es hier Trees noch? Da oben ist auf jeden Fall einer. So, da gibt es einen Auftrag irgendwo. Gibt es schon wieder einen Kampf. Oh, jetzt habe ich rechts geklickt. Ich hält, jetzt ist es weg. Naja, kommt vielleicht gleich nochmal die Meldung, ne? Place Structures, Traps, Cages and Restraints, Machines, Constructions. Ist das bei Constructions wohl? Ja. Select Material after Placement. Use Closed Material. Also ich muss jetzt erstmal sagen, was ich hier hin haben will. Und tendenziell würde ich jetzt hier eine Mauer bauen wollen. Und das Ganze soll dann aus den Materialien sein, wo wir gerade mal viel haben. Und das ist das. Gut, jetzt wird da eine Mauer gebaut. Das sieht schon mal gut aus, oder? Und dann würde ich noch hier das auch so machen und irgendwo eine Öffnung, entweder nach rechts oder nach links. Wahrscheinlich nach links. Die sind schon fertig, ne? Gut, das heißt, wir machen das nochmal. Ja. Ich mache das mal bis hierhin. Und dann wieder diese Olivenbäume, oder? Hatten wir da eben. Und das Gleiche würde ich ja gerne nochmal machen. Immer, früher war das mal, glaube ich, besser. Kann mich aber auch vertun. Es ist ja ewig lange her, dass ich das gespielt habe, das Spiel, ne? Also tendenziell würde ich sagen, wir verlängern das mal bis hierhin. Die Olivenklamotten sind schon weg, ne? Dann nehmen wir hier diese. Gut, und dann müssen wir das gleiche nochmal da machen. Später kann man das ja dann auch noch abreißen, wenn es dann einem nicht gefällt, ne? Machen wir mal so. Da ist noch Olivenöl. Olivenöl ist gut, ne? Olivendinger sind noch da. Vielleicht sieht das nachher ein bisschen anders aus, ist aber erstmal egal. Jetzt müssen wir mal gucken. Noch einmal will ich das machen, beziehungsweise ich muss es zweimal machen, weil ich möchte ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das würde bedeuten, ich mache hier nur einen, zwei. Und von unten können wir auch zwei machen, nur, ne? Das würde auch reichen. Ne, der Eingang, doch, das Depot ist da, wäre erstmal egal. Ne, Workshop war verkehrt. Nochmal das Ganze. Construction. Weil ich müsste ja nicht jetzt mit drei Feldern da irgendwie rein, oder? Machen wir erstmal so. Olivenöl. Holz, Olivenholz. So. Und dann weiß ich jetzt gar nicht, was wir hier haben. Haben wir Seile? Das ist die Frage. Wahrscheinlich haben wir gar keine, ne? Place Stockpiles or Items. Establish Horrors, Organize Work, a Living Space and Air. Ach so, wir hatten auch noch zwei Leute. Vielleicht sollten wir mal schnellstens gucken, dass wir noch zwei Betten hier machen. Furniture. Haben wir noch Betten?
Furniture haben wir, Bett. Sieht so aus, dass wir noch ein Bett haben. Furniture, ich hätte jetzt schon mal gerade die Shift-Taste gedrückt und hatte die Hoffnung, dass er dann noch weiterbaut, aber na, wir haben kein Bett erstmal. Das heißt, wir brauchen einen Workshop. War das der? Nee, ne? Crafts Workshop. Nee, ich glaube, der war oben, ne, oder? Hier ist er. Task ist klar. Add new task. Make bed. Ah, der macht jetzt vielleicht zwei oder so, ne? Vielleicht machen wir es besser nicht so. Ich mach mal ein paar Betten mehr. Das sind jetzt vier, dann sind es fünf. Soll nicht verkehrt sein, mehr zu haben. Okay, irgendwo ist ein Alert. Dogfighting. The stretch is a wild boar in the left rear leg. Wo ist denn der Hund? The stray dogs fall over. Okay. Das heißt, das Wildschwein hat wohl gewonnen. Dann sind wir unserem Hund losgeworden oder was? Our fortress is out of food. Okay, wir haben nichts zu essen mehr. Auch geil, oder? Center. Gathering Orders. Ich hoffe, hier gibt es was zu essen. Oh. Und können wir das auch noch machen? Ja. Irgendwie sieht es jetzt hier auch gerade nicht so aus, als ob es hier was zu essen gibt, ne? Hier ist eine Freifläche. Okay. Das bedeutet nur hier am Ende des Tales gibt es was zum Ernten wahrscheinlich. Und die Plump Helmets, haben wir die schon angepflanzt? Eigentlich schon, oder? Oder haben wir das noch gar nicht gemacht? Ey, das haben wir noch gar nicht gemacht. Da müssen wir mal schauen, dass wir Erde kriegen, wo wir die anpflanzen können. Okay. Ich war von überzeugt, dass wir da schon was getan haben. Okay. Dann buddeln wir das mal hier aus. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, das hier ist, glaube ich, Sand, oder? Yellow Sand Cavern. Wir brauchen aber guten Mutterboden sozusagen, um dass wir da was anpflanzen können. Das ist die Frage, wo es den gibt, ne? Hier können wir jetzt auf jeden Fall noch ein Bett hinmachen. So. Das haben wir dann. Und er sucht hier, buddelt hier weiter und das ist immer noch Sand. Weiß nicht, ob da am Fluss was Besseres wäre. Da ist wohl die Karte zu ändern, ne? Ich glaube, wir müssten eigentlich eine Etage höher. Und hier wird wahrscheinlich nur Mutterboden sein, ne? Kann da sein? Schwierig. Regular Mining ist das. Ja, Mining ist schon okay, ne? Ziehen wir das mal hier gerade so rein, oder? Gucken wir mal, was da drin los ist. Wenn es denn funktioniert, das ist die nächste Sache. Geht da mal erstmal wieder raus. Das ist ein Faden, das ist eine Garnrolle. Aha, okay. Thread. Kann ich hier irgendwo ein Teil sehen? Hier sind die Betten drin, okay.
Da sind die Remains drin, das ist auch okay. Das ist hier Stein, oder? Rock Salt Boulder. Der soll da gar nicht, da sollen gar keine Steine drin sein, ne? Dann müssten wir hier Custom. Hoffentlich ist das da drin. Armor, Clothes, Coins. Leather, Sheet, Weapon Straps, Coms. Warum ist hier Stein dran gelagert? Eigentlich ist das hier doch nichts davon, ne? Okay, dann ist das halt erstmal so. Wir müssten jetzt erstmal ein Rope finden, ne? Haben wir was? Pigtail Rope haben wir, sehr gut. Und das gleiche muss ich nochmal machen. Dahin. So, dann sind die Ropes schon mal da. So, jetzt ist dann die Frage, wenn die da sind, wie war das da, das Tier dran festzukriegen? Ah, da. Stray Dog. Soll da dran. Ne? Und dann haben wir das gleiche nochmal da. Auch das Tier da dran. Ne? Und nochmal ein Stray Dog. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist ein. Ist jetzt erstmal egal. So, jetzt ist die Frage, ob jemand den da dran macht, weil das ist unsere Alarmanlage sozusagen. Die werden uns dann nämlich mitteilen. Ne? Oh. Ne, lebt noch, ne, oder? Healthy. Ja, ich habe jetzt schon gedacht, der wäre Dingens hier. Aber wir müssen auch noch ein Dining Room haben. Mal raus nochmal. Okay, hier oben ist jetzt wieder nichts mehr. Da können wir erstmal noch weiter ruhig buddeln. Und dann sollten wir auch einen Raum machen, wo die sich treffen können, ne? Ah, ich mag es gerade nicht mit dem raus und rein scrollen. Das ist so ein bisschen tricky, ey. Wie viel ist denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das machen wir so. Und dann machen wir den Eingang aber von da. Passt. Und da soll der Aufenthaltsraum werden erstmal. Da müssen Tisch und Stühle rein, ne? Gut. Die stehen jetzt hier alle rum und tun nichts. Was ist jetzt hier oben für Rock Salt Cavern Floor? Okay. Das ist schon mal nichts von uns. Gehen wir wieder hier hin. Was ist mit dem Gang hier oben geworden? Was ist das jetzt hier? Cavern. Yellow Sand Cavern Floor. Ich glaube, da kannst du keine Plump Helmets oder sowas anpflanzen. Das ist gerade ein bisschen schlecht, ne? Mach das mal gerade bitte so. Und dann nochmal so. Gucken, was hier so ist. Dann können wir hier vielleicht noch einen Graben ziehen, der nach da geht und gucken, ob hier irgendwie Land ist, was man gebrauchen kann. Vielleicht ergibt sich ja gleich hier irgendwie was. Alles Sand wohl. Was ist das hier für Material? Na, irgendwelche Wurzeln gucken da rein. Und da sind es auch Wurzeln. Alles ist Sand. Das ist schlecht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo. Ah, hier sieht es ein bisschen anders aus, oder sind das auch Wurzeln? Rawhorn Rock Salt Wall. Ja, das ist auch kein Dingens. Hier gibt es wahrscheinlich keine. Doch hier vielleicht.
Yellow Sand. Ah. Hier ist Clay, also Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob Clay geht oder nicht geht. Das ist eine gute Frage, ne? Das würde erstmal bedeuten, wir buddeln da erstmal rein und gucken, ob da was ist oder nicht ist. Das geht so erstmal. Und das machen wir auch schon mal so. Und dann machen wir das da so. Und dann wissen wir natürlich noch gar nicht, ob hier überhaupt was geht. Silty Clay Cavern Floor, ja. Sieht erstmal so aus, als ob hier was passieren könnte. Jetzt muss ich so eine Area platzieren. Das weg. Workshops, Mini Trade Depot, Construction Machine, Cages, Traps. Doors and Hatches, nee, Constructions. Dirt Road. Nee, das ist das nicht. Set High and Low Traffic Areas. Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Wir müssen mal gucken. Workshops, Furniture, nee, das ist das. Doors und Batches. Oder Hatches, nee, Constructions. Cages. Das waren andere Dinge. Das sind nur Stockpiles, ne? Ne, ich will ja keine Stockpiles. Ich brauche eine Zone. Place Zones. Okay. Dining Hall. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Penpeste, Pit Pond. Gathering Zones Areas used in locations where plants will be gathered for ready. Das müsste es ja sein dann, ne? Ist das das? Geht das hier? Accept. Das ist weg. Jetzt würde ich das aber gerne nochmal auswählen. Ne, das war falsch. Hier war es, ne? Und dann müsste ich hier entscheiden, was da hingepflanzt wird, oder? Okay, das sind das die Jahreszeiten? Ich weiß es nicht. Assign a new or existing location to this zone. Locations. Okay, da kann ich sie erweitern. Repaint this zone? Nee. Gather fruits. Repaint this zone. Ich glaube, er ernte Früchte, aber ist das nicht das, was ich will, ne? Ist das so, dass wenn da was Neues wächst, dass sie das dann immer gather fruit and vegetables from shrubs in this zone? Ach so, das sind die verschiedenen, ne? Das ist von Bäumen, von Büschen und von, ja, niederen Pflanzen, so Erdbeeren zum Beispiel. Walderdbeeren. Ja, ich glaube, das ist die falsche Zone. Ich muss nachgucken, wie das war, und dann werde ich mich in der nächsten Folge darum kümmern. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.